Fans auf dem Feld vor 1600 Zuschauer im Hagenbach-Stadion. Und der Pass von Bomi auf Justice Jocelyn. Und dann nochmal Jocelyn, kurzer Pass von Bomi und Jocelyn macht den kompletten Rest, 36 Yards bis in die Endzone. Touchdown Schwäbisch Hall, 14:0. Die Unicorns legen also einen Blitzstart hin und führen schnell mit 14:0. Und natürlich waren jetzt die Berlin Adler gefragt und ihre Offense, die... Dann eine umstrittene Szene, Pass von Bomi auf Jocelyn, unvollständig, Pass Interference gegen Berlins Nico Würschmidt. Und wir gucken uns das Ganze nochmal an und sehen, Würschmidt hat da schon den Arm am Körper des Gegners, die Entscheidung sicher vertreten. Dann müssen punten. Also wieder die Unicorns, schon mit einem 3. und 16, aber Bomi mit dem langen Ball für Justice Jocelyn, 45 als Raumgewinn. Dann ein End-Around auf Wide Receiver Justice Jocelyn und auch das bringt 9 Yards Raumgewinn. Die Offense, also schlechte Feldposition für die Unicorns, aber nur kurz, denn Aaron Bomi findet wieder Justice Jocelyn und der Amerikaner mit 46 Yards Raumgewinn. Geschockt, muss den Ball schnell wieder abgeben und da sind wieder die Unicorns mit Bomi und mit Jocelyn und mit 12 Yards Raumgewinn. Da sind sie also wieder auf 2 Touchdowns ran, aber die Antwort der Unicorns, Postwenden, klasse Catch von Jocelyn, bedrängt von Solowei, toll wie Ander, bringt 1 Yard, dann haben wir 3. Versuch und 9 und das ist Bomi und der findet Jocelyn und da ist der Weg frei, Justice Jocelyn, ein 98 Yard Touchdown Catch von Justice Jocelyn. Und dann gucken wir nochmal aus der Endzone, was sieht Bomi, er... legt den Ball da hoch in die Feldmitte. Tja, und dann der Jubel. Denn in Schwäbisch Hall wussten zu diesem Zeitpunkt an. Retsche bekam all das. Schon der Return nach dem Kickoff für die Einhörner aus Schwäbisch Hall. Ganz großer Sport. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Music. It's deeper than the verse, man. It's deeper than the rap. Thudder Hummer, penthouse suite, pretty beach I call a summer. Lot of homies pass, see them in the future. Of it didn't exist, an office of Foley cuffs was after my wrist, was not Beverly Hills where we chilled. Imagine this, the Nazareth had to get from rags to rich. I used to stand on rooftops for two. Quarterback Aaron Bomi läuft hier für 17 Yards und findet anschließend Justice Jocelyn. Für ist im 4. Versuch an der eigenen 39 scheitern und die Gastgeber schon wieder im Ballbesitz sind. Und es folgt ein Touchdown-Pass von Bomi auf Jocelyn, 36 Yards. Das kann man allerdings besser verteidigen. 14:0 und wir gehen rein ins 2. Viertel. Die nächste Chance für die Unicorns Offense und auch die wird genutzt. Von Bomi auf Jocelyn, 10 Yards, 21:0. Aber dadurch die Gastgeber nur noch ein bisschen mehr gereizt und postwendend die Antwort. Bomi auf Jocelyn, 32 Yards, 31:7. Und dann, die Kombination kennen Sie schon, auf die rechte Seite. Bomi zu Jocelyn, 8 Yards, diesmal die Entfernung, 8 und zum 14.
0:0. Die Haller Offense machte in dieser Partie, wie so oft in dieser Saison, was sie wollte. Wieder Bomi, wieder Jocelyn, diesmal 62 Yards, 21:0. Es war ein offensiver Schlagabtausch, natürlich mit Vorteilen für Schwäbisch Hall, aber Plattling wie in der letzten Jocelyn, 24 Yards, 42:15. Danach warf Hazel eine Interception, zurückgetragen bis zur 3-Yard-Linie. Unicorns. Und dann endet das Ganze nach nur einem einzigen Spielzug schon wieder in der Endzone. Das ist wieder Bomi und das ist wieder Justice Jocelyn. 39 Yards, 7:19. Zu 7. Das war der erste Ballbesitz für die Gäste. Der zweite endet so. Ball liegt auf der 50-Yard-Linie. Bomi findet seinen Top-Receiver Justice Jocelyn. Extrapunkt ist nicht gut. Unicorns, die natürlich nochmal einen Touchdown erzielten und wieder war es ein Pass von Bomi erneut auf Jocelyn, Nummer 3 für Jocelyn, der sechste Touchdown-Pass in der ersten Hälfte von Aaron Bomi im sechsten Drive zur Pause führt. Und abgeschlossen wird die Angriffsserie durch den Touchdown-Pass von Aaron Bomi auf Justice Jocelyn, 9 Yards, der überbrückte Weg in die Endzone, 21:10, und wir gucken auch nochmal genau drauf, ob Jocelyn wirklich nicht im Aus war. Sehen alles regelgerecht. Halbzeit. Perkins musste also wieder seine Defense aufs Feld schicken und die hatte es schwer. Es folgte der Justice Jocelyn Drive. Hier erstmal Jocelyn an der Reihe. Pass von Bomi, auch der ist gut für 12 Yards. Und standesgemäß abgeschlossen wird das Ganze natürlich durch den Touchdown-Pass von Bomi zu Justice Jocelyn. Da ist er mutig, wirft in die Doppeldeckung, aber sein Receiver fängt den Ball, 28:10 für die Schwäbisch Hall Unicorns. Und bei diesem Ballbesitz Justice Jocelyn mit 6 gefangenen Bällen für 63 Yards und einen Touchdown. Noch einen hatten sie im Köcher im dritten Quarter, die Schwäbisch Hall Unicorns. Diesmal der Touchdown-Pass von Bomi auf Jocelyn. 15 Yards in die Endzone, 50:0. Und Bomi steht mittlerweile für die Saison bei unglaublichen 38 Touchdown-Pässen. Und Marburg kommt also gar nicht mit der Offense an den Ball. Und das ist das Resultat. Bomi auf Justice Jocelyn, 34 Yards, 21:0. Tja, und so geht's den Marburg gefestigter als in den letzten Jahren. Das ist die allererste Offensivaktion. Quarterback Aaron Bomi von den Unicorns findet seinen Receiver Justice Jocelyn, 69 Yards zum Touchdown, 0:7. Quarter, dann folgte der dritte Touchdown-Pass von Bomi. Er entgeht dem Sack, findet Justice Jocelyn zum 7:27. Bomis dritter Touchdown-Pass. Insgesamt empfingen die Stuttgart Scorpions zum schwäbischen Derby. Das Hinspiel in Stuttgart war eine klare Sache gewesen für den grün gekleideten Tabellenführer der GFL Süd aus Schwäbisch Hall. Die Gastgeber weiterhin ungeschlagen und auch in guter Form, zumindest offensiv. Zu Beginn dieser Partie Aaron Bomi auf Justice Jocelyn, 41 Yards. Erstmal Abstand zwischen sich und den Gegner zu legen. Dritter und 8, Bomi auf Justice Jocelyn, 18 Yards Raumgewinn. 20:21, nächster Offensivspielzug für die Schwäbisch Hall Unicorns. Bomi auf Jocelyn, 55 Yards, 34:21. Und zweiter Durchgang. Bomi auf Justice Jocelyn. Und der fängt